Ich grüße Sie ganz herzlich hier aus der Pfarrkirche St. Michael in Waldbröl. Mein Name ist Michael Bischof. Ich bin Seelsorgebereichsmusiker im Seelsorgebereich an Bröl und Wiel und Organist hier an der Phasenorgel. Phasen ist ein Orgelbaubetrieb aus der Eifel und ich hatte die große Freude, den Neubau der Orgel im Jahre 2008 mitzuerleben und möchte Ihnen dieses Instrument gerne vorstellen. Viel Vergnügen! Einige Zahlen zur Orgel. Unsere Orgel hat 25 Register, verteilt auf zwei Manuale und die Pedalklaviatur. Die Zahl der Pfeifen beträgt 1436 plus 14 Pfeifen, die nicht klingen, die nur aus optischen Gründen angebracht sind, die aber nicht klingen, hier vorne. Wenn sie klingend wären, würden sie mir wahrscheinlich sehr in die Ohren blasen, das würde stören beim Spielen, aber sie sind aus rein optischen Gründen an der Orgel angebracht, im Prospekt. Ich kann Ihnen kurz demonstrieren, was es bewirkt, Register an der Orgel zu ziehen. Beim Klavier ist es ja so, dass man einen Ton anschlägt und er erklingt automatisch. Das ist bei der Orgel nicht der Fall, sondern zunächst muss der Orgelmotor eingestellt werden, der Blasebalg muss in Funktion sein und es muss ein Register gezogen sein, mindestens eins. Zum Beispiel in diesem Fall jetzt die Rohrflöte, die klingt so. Durch unterschiedliche Register kann ich natürlich die Klangfarbe der Orgel verändern. Von Beruf bin ich Kirchenmusiker. Ich bin Organist, ich bin Kantor. Worin liegt jetzt der Unterschied? Organist ist jemand, der Orgel spielt. Aber zur Kirchenmusik gehört ja natürlich auch noch mehr, nämlich die Chorleitung. Und eine umfassende Bezeichnung für die Tätigkeiten eines Kirchenmusikers ist eben der Begriff Kantor, der in früheren Zeiten noch geschützt war, als Bezeichnung für einen studierten A-Musiker, jemand, der Kirchenmusik studiert hat bis zum A-Examen. Insofern bin ich Kirchenmusiker, Kantor und Organist. Eine Besonderheit dieser Orgel möchte ich noch erwähnen, für die ich auch sehr dankbar bin. Zwei Gemeindemitglieder aus St. Michael haben uns, der ganzen Gemeinde und auch mir als Organisten sozusagen, eine Besonderheit in dieser Orgel spendiert und das werden Sie jetzt hören. Ein Glockenspiel, ein sogenanntes Carillon. Jetzt haben wir sogar zwei Glockenspiele in Waldbröl, mindestens ein Glockenspiel draußen in der Stadt und eins hier in der Kirche. Und besonders gut einzusetzen ist dieses zusätzliche Register auch in der Weihnachtszeit. Da warten schon manche Gemeindemitglieder darauf, dass das Glockenspiel erklingt während der Weihnachtslieder. Einige kurze Erklärungen zur Orgel, speziell zu diesem Instrument. Bei unserer Phasenorgel handelt es sich um eine rein mechanische Orgel. Das bedeutet unter anderem auch, dass der Organist nicht nur mit dem Spielen, mit den Händen und Füßen beschäftigt ist, sondern seine Hände auch zum Registrieren benötigt, um eben die entsprechenden Klänge einzustellen. Bei vielen Gelegenheiten geht das auch problemlos. Aber es gibt Stücke, bei denen man mit dem Spielen so beschäftigt ist, mit allen Vieren, dass dann jemand noch zu Hilfe eilen muss. Und in dem Fall ist das meine Frau. Sie ist eigentlich Sängerin und Musiklehrerin und Lateinlehrerin, aber in diesem Fall assistiert sie mir, damit ich eben Hände und Füße frei habe zum Spielen.
Mein Mann spielt jetzt noch ein Klangbeispiel auf zwei besonderen Registern. Die gibt es nur in dieser katholischen Kirche in Oberberg. Das ist einmal die Flûte harmonique und die Voix céleste, also die himmlische Stimme.